Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Und wer ist denn da noch? Ich. Ich ist da. Ich find's toll, dass ich hier damit dabei ist. Weil ohne ich gäb's auch kein Du. Und ohne Du gäb es kein Wir. Und ohne Wir gäb es kein... Ach egal, hallo. Hallo, jetzt ist Zettel wieder mal dabei mit Let's Play Nice Journey of Dreams. Und sie hat... heute rum. Und letztes Mal haben wir festgestellt, wir können unsere eigene Welt erstellen mit My Dream. Das ist besser als My Sims oder Sims 3 oder Sims ist gut drauf. Das ist sogar noch besser als jeweilige Simulationsspiele. Und die Dream Drops, die du findest, hatten alle hier. Das kann doch nichts Besseres sein, solange Helen nicht wieder auf den Boden hinmacht, weil sie die Stube rein ist. Okay. Können doch wir nichts dafür. Gut, wir machen den weiter. Ihr seht diese ganzen Flecken hier auf dem Boden, das war alles Helen. Also... Oh Gott. Ich würde Geigen spielen, die Mutter hat bei der Erziehung etwas falsch gemacht. Ich glaube auch. Ja, das war, haben wir ja gesehen, das ist so ein Zombie, eine Zombie-Mutter war das. Oh Gott. Na, ui. Wo müssen wir jetzt eigentlich rein? Das war jetzt unsere Welt hier. Ich glaube, du musst doch mal rein in diese Night, in diese Topia. Ach so, bla, bla. Okay. Paradise, what the hell. Ich glaube, in dem Mittag gab es mehrere Missionen. Bin mir sogar gerade nicht mehr so sicher. Ach du Schande. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Was? Ah, die Rechte musst du, glaube ich, machen. Ja, ich glaube auch, genau. Das hatten wir schon und das hier... Ah. Fragezeichen und ich fliege wieder runter mit Last Remote. Sie hat einfach die ganze Zeit Last Remote hier im Hintergrund. Unglaublich. Weil ich höre den In-Game-Sound ja nichts, also mach ich meine eigene. Das finde ich gut. Oh, die Menschies. Ich werde euch alle rumwerfen. Yay! Yeah! I can't believe this. Even with the nightmares out there, these fellows are so carefree. I guess that's part of what makes me. Ich bin so unglaublich männlich. Guck dir meine Augenbrauen an. Guck mal das Maul! Hallo. Flop. Was macht der Kerl da? Er bringt sich erstmal selber um. Sehr gut, sehr gut. Oh, Knights hat aber einen knackigen Hintern. Du guckst genau dahin, wo ich hingucke. Ich wollte mir verkneifen, du warst erst. Wow, und dann, ihr habt gut lachen. I say, you must respect your elders. Let's have a proper match then. Let's see if you can make a ball that's long. Mach deinen Ball, der größer ist als meine Bälle. Oh Gott! Der Hintergrund! Schiebe die Kugel durch die Gegend, während Rüdiger einfach das wegklickt. Echt? Hab ich was weggeklickt? Oh Gott. Was so, die musst du jetzt in Richtung vieler kleinen Bläschen hinstupsen. Okay. Ohne weil diese Typen, oh, ich hab diese Typen nerven einfach nur doing, 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 doing. Also das Ding kann ich nicht bewegen hier, oder was? Sondern das muss ich. Ach so. Nee, ich muss, glaube ich, die kleinen Bläschen dahin, in dieses große, oder? So habe ich das verstanden. Ja, so, genau. Hab nicht aufgepasst. Ja, oh verdammt, und daneben geschossen. Aber das ist doch auch ein bisschen netter, weil hast du wieder ein bisschen mehr Freiheit. Das stimmt, aber ich habe trotzdem Zeitbeschränkung. Voll gemein. Aber ich kann sie irgendwie nicht so wirklich anschieben. Vielleicht wieder mit einem Paraloop? Mit einem Paraloop, das kann natürlich sein, ja. Ich habe echt keine Ahnung, also... Okay, nee, irgendwie nicht so... Wirklich, habe ich das Gefühl. Oder du musst wirklich hinstupsen. Einfach nur... Oh Gott, das wird aber verdammt schwer. Da ist einer! So, stups. Der war drin. Ha, Tor! Nein. Tor! Ja! Ja, nice! Führt 1 zu 0! Schalke ist vorne! Wieso? Wieso Schalke? Nein. Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. So, der ist auch drin gelandet, aber ich frag mich, wie viele ich reinmachen muss. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall macht's blub.
Das finde ich gut, wenn's. Das ist immer gut, wenn's Blub macht. So, stups, stups. So, oh, ich bin auch ganz zärtlich zu diesen Blasen, so. What? Achte auf Otzes Warnung! Und. Verdammt. Daneben. Ach, so. Der Hexer ist zurück. Ist das Ding eigentlich schon größer geworden? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie gerade einen schlechten Orientierungssinn und irgendwie was zu vergleichen. Ja, ich auch. Ah ja. Oh, guck mal, wie groß der wird. Oh, gleich wird er hier alles verschlingen. Ja, wisst ihr, wird auch völlig wahnsinnig, wird dann lebendig und plötzlich springt Mario raus und schreit, it's a me, Mario, oder blöd. Hab ich gesagt, hey, cool, ich kann ja diese... Jetzt verstehe ich auch, was hier zu tun ist. Toll! Das ist, was einer mal sagt. Oh. Ich muss... Oh. Jetzt verstehe ich das erst. Boah! Jetzt habe ich ihn aber groß gemacht hier. Norm. Das reicht? Norm, blöd. Ich glaube aber, das reicht nicht. Meinst du? Ich gehe davon aus, oder? Ich habe keine Ahnung. Und? Oder? Doch, ich glaube, es reicht. E-Rang, 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 E-Rang? Das ist D-Rang. Sogar noch D. Wow, cool. Ich hab doch aber eigentlich nur Mist gemacht. Aber hast du dich auch Angst bei diesem Bild von Knights, wie er guckt? Ja, stimmt, ein wenig. Oh Gott. Diese Schatten über die Augen auch noch. Oh Gott. Hey, ich versteh's nicht. Bei dem Bosskampf habe ich mich besser angestellt als hier und da habe ich einen E-Rang gekriegt. Was ist das hier? Die mobben mich. Nicht nur dich. Mich hat das Spiel auch lange gemobbt. Oh Gott. Farben. Oh. Mega Yoshi Glitzerstein! Oh Gott. So, erstmal wieder. Oh, Geld, Geld. Das ist zwar kein Geld, aber egal. So. So, Eulchen. Hey, was knapp. Du kannst dir was das mal größer machen als ich. Du bist auf jeden Fall. Also, schnell, wir müssen in der Lage sein, die Schulden in dir zu kommen, dass sie nach einer Utopia aufbrechen. Da. Niemals. Klöp. Er kann sich porten! Ja, wieso kann er das? Voll gemein. Warum kann Helen das nicht? So, okay. Also müssen wir wieder hier rein, oder was? Mhm. Ah, ja. Jetzt steht da ED. Ed. Super Ed. Bep. Oh Gott. Oh Gott, Fragezeichen ist nie gut. What's the question, my boy? Dritte Mission, Fragezeichen. Oh, ein sehr schöner Name für eine Mission. Ja, das ist die beste Beschreibung ever. Auf jeden Fall. Eieieiei, was wird das eine warten? Wann wechsle ich mal hier die Klamotten oder so? Ja, wir fliegen. Oh Gott. Ich bin immer noch so männlich. Ist das? Ach, nur ein Oktopus! Natürlich! Ja, natürlich! He's kind of a scaredy cat, too. If you chase after him, he'll leave behind a trail of rings. It's good practice to fly through those rings. It's not as easy as it looks, though. Hey, why don't you give it a shot? Ich sehe immer diesen Mittelfinger! Ja, hier! Oh Gott! Ist aber fest, du mir erfordert Helen die genau gleiche Augenfarbe wie Knight. Ja? Schon, nur deutlich kleinere Augen irgendwie. Alles andere wäre auch ein bisschen seltsam. Stell dir mal Helen mit diesen riesen Augen vor. Oh Gott! So, also ich muss durch Ringe fliegen. Mehr muss ich nicht tun, sehe ich das richtig? What? Wieso macht ihr das? Und das durch 25 Ringe. Und ich glaube, schon hast du es geschafft. Echt? Also du bist jetzt schon ziemlich gut geworden eigentlich. Ja, danke. Ist dir aufgefallen, ja? Ja. Ups, der stirbt aber links. Ah, verdammt. Jetzt, ja. Mach mir doch meinen schönen Schnitt hier zunichte. Ja. Was? Hä? Ja, wir fliegen! Und wir fliegen weiter so komisch durch die Gegend! Oh Gott! Verdammt! Diese Wasserfälle machen dir echt das Leben schwer! Ja, weil ich... Wieso tun sie das?
Wieso sind die alle so gemein zu mir? Oh mein Gott. Das ist so seltsam. Es ist wirklich seltsam. Aber du hast einmal 25 geschafft. Das heißt, die Mission ist geschafft. Im Ernst? Ja, eigentlich schon. Stand da 25? Ich hab ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst. Oh, verdammt. Ja? 30. Du hast geschafft. Links. Rang A, komm, Rang A, Rang A, Rang A. Ach, leck mich doch. Ja, das war natürlich mal wieder Rang E. Ihr seid doch Penner. Das habe ich jetzt lockerer geschafft wie diese blöde Wasserblasenmission, ja? Wie einfach alles in Frage stellt. Das Spiel mobbt mich echt. Das kann doch nicht sein. Ach komm, mach 100% Challenge daraus. Alles in A-Rang. Oh geil, ja, das. Das müsste ich echt machen. Oh Gott. So, gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Ede. E. Da fehlt doch ein R. Ede, oh oder Gott, Meister ich Ede, nein! Ich will jetzt einen R-Rang haben. Solange der Schizophrenie nicht einfach Pumuck gesehen, ist das für mich in Ordnung. Oh Gott. Ich bin Marcel Davies. Wieder alles voller Farben. Farbenpower. Wie gesagt, Glitzerstein. Das Spiel, Okay, hat sich, als er dieses Spiel, Harveys neue Augen entwickelt hat, hat sich an diesem Spiel ein Beispiel genommen. Oh Gott. Oh. Ich stelle mir jetzt gerade erst auf Poké vor, wie dieses Spiel spielt und dabei in Wahnsinn verfällt. Ist aber gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ja. Unheilvolle Wolken. Es wird böse. Es wird böse. Oh mein Gott! Gleich streckt er auch den Mittelfinger aus. I'm watching you! Sag mal. Nein! Das Trojan Philip! Wie kann sie das überleben? Ja, das war ich mich auch. Er hat sich nicht einen Knochen gebrochen jetzt hier. Was zum... Ich muss jetzt hier fliehen, okay. Ja, du bist jetzt die ganze Zeit ohne Knights unterwegs. Okay. Und hier unten siehst du wieder bei dieser Anzeige, diese Zeit. Du bringst ihn einmal selbst wagen und zum Zurückweichen, den du Blutchips aus dir wirfst. Hast du mein Blutchip? Triffst du mit einem zweiten Blutchip, wenn sie benommen sind, stehen sie nicht wieder auf. Hast du immer noch einen Blutchip? Gut, okay. Das heißt, ich also kann jetzt wissen, hier... Die Wille steht auf Blutchips. Ah ja, interessant. Das finde ich aber ziemlich cool. Yeah, Jump'n'Run! Yeah, das ist natürlich dein Gebiet, Jump'n'Run. Ja, auf jeden Fall. Wenn du aus größer bist, musst du einfach Ruhe bewahren. Toll! Und dir einfach einen anderen Weg suchen, ja? Wenn ich eben von hoch aus fallst, suche ich mir wieder den Weg nach oben. Ja, genau. Ist auch ein guter Tipp fürs echte Leben. Wenn du irgendwo runterfallst, einfach Ruhe bewahren und einfach wieder einen Weg nach oben suchen. Just like in the real life. Achte auf die Ballokas, die durch die Lüfte fliegen. Wenn du zu einem nah kommst, zeigt er seine Scharfen. Oh, er zeigt uns seine scharfen Stacheln. Warum muss ich jetzt an Mario Galaxy denken, an die riesen Honigbienendame? Oh ja, die war so auch und so pervers. Oh, das kitzelt. Ja. Wenn wieder was ist, dann kümmert dich darum, ja? Ja, genau. Oh Gott. Norm. Au, scharfe Stacheln. Oh. Yeah, Hector. Ja, ja. Gay Hector? Gay Hector. Ich werde schon völlig verpadapada. So, kann ich die töten, ja? Ja, also meine Wii-Motion, meine Wii fängt an, einfach blöd an zu leuchten. Was? Ah, eine Frage ist endlich, Rüdiger. Ja? Es gibt ja jetzt neuerdings für die Wii diesen ganz tollen Kirby-Kanal wieder. Mhm. Hast du den auch runtergeladen? Nein, habe ich noch nicht. Leider. Ich kann es mir ans Herz legen, es ist so wunderschön. Bisher habe ich ihn gemieden, ich weiß auch nicht wieso. Es haben mir schon viele gesagt, dass der eigentlich ziemlich cool sein soll.
Also ich gucke so wirklich Serien, weil ich diese Kirby-Folgen gerne geguckt habe. Okay. Wie wisst, ich könnte auch so einiges über Kirby sagen, was jetzt halt, weil ich überhaupt nicht reinpasst. Gut, sehr viel weiß ich jetzt nicht über Kirby. Ich kenne eigentlich nur eins davon. Und zwar, dass Kirby's Skin ursprünglich gelb sein sollte. Okay, oh mein Gott. Wenn jemand was so anstellen würde, könntest du vielleicht mit den Strahlen der TSA an das Hände geschlagen. Oder einfach total sterben, weil durch den Druck würde weil ich kein Mensch überleben, aber was soll's. Juhu, oh Gott. Ja, das mache ich nie wieder, du verdammte Eule. Ist dir schon aufgefallen, wenn du Kirby auswählst und die Farbe wechseln kannst, dass die nächste Farbe immer gelb ist? Stimmt, ja. Die nächste ist gelb, oder? Ja, genau. Oh mein Gott, so sollte der aussehen? Ja, ursprünglich gelb, aber irgendwie hat dann der Chef was dagegen gehabt. Und das sagt, mach irgendeine andere Farbe, hat sich für rosa entschieden. Okay, na dann. Ja, so ein helles Rot, wie er es bezeichnet. Naja, nicht wirklich. Ich würde es rosa nennen. Und da übrigens, damit es nicht ganz so schwul klingt, hat er wahrscheinlich, ach, das ist das helles Rot, das ist, ach Gottes Willen, das ist doch nicht pink. Also der Entwickler übrigens, hat Kirby entwickelt, als er 19 war, also so alt wie ich. Ah, dann wird es Zeit, dass du Kirby oder irgendwas anderes entwickelst. Ich entwickle ein rosa King Arcanion. Da ein Entwickler einsaugen kann, der Fähigkeiten kopieren kann, mit vor allem statt ein Sauggeräusch kommt ein Boah-Geräusch. Ja, Leute, mit sowas macht man mich glücklich. Wie hab ich mir trotzdem aufgeplusterten King Arcanion vorgestellt? Ein rosa King Arcanion. Oh Mann, das wäre so geil. Du bist aufgeplustert in roten Mantel von Herrn Hornbusch. Oh mein Gott. Ich glaube, die muss. Macht den zum besten Spielcharakter, das die Welt je gesehen hat. Auf jeden Fall. So, sterbt. Also, dieses Mädchen entwickelt sich also wirklich zur Massenmörderin. Ja, aber echt? Sie ist völlig wahnsinnig geworden. Wer braucht schon Death Note? Genau, wer braucht schon ein Death Note, wenn er Blutchips hat? Ist da oben Knight? Tatsache. Wir haben es geschafft und es geht eh nur wieder ein E-Rang. Ich bin Frau. Aha. Für die Scheiße gibt es jetzt also einen A-Rang. Ihr seid doch bekloppt. Und, Wieso gibt es dafür jetzt einen A-Rang? Oder wie bei unseren anderen Aufnahmen, Gay Luigi, Luigi rennt raus, unsere erste Reaktion synchron, Gay Luigi. Das war so schön. Oh, guck mal, wie Helen lächelt. Wir gucken Knights und Helen genauso pädophil wie der andere. Das hast du jetzt gesagt. Oh Gott. Es stimmt doch, guck doch mal. Free Candy! Oh Gott! Na gut, okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge mal an der Stelle. Ach, schon wieder am Ende gelangt. Was? Schon wieder am Ende? Ja, wir haben jetzt schon wieder 18 Minuten, eigentlich unglaublich. Oh mein Gott. Ja. Mit diesem wunderschönen Blick von Helen beenden wir diese Folge. Wunderbar. Ich werde die Nächte nicht mehr schlafen können. Ich auch nicht. Gott. Nein.